Passiert es dir auch regelmäßig, dass du nicht einschlafen kannst oder dass du öfters in der Nacht aufwachst und dann nicht mehr einschlafen kannst? Wenn das so ist, dann habe ich hier eine Lösung für dich. Schau dir dazu dieses Video an. Herzlich willkommen bei Einfach besser leben. Mein Name ist Wolfgang. Ich freue mich, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, um dieses Video anzuschauen. Es geht um das Thema Schlafprobleme und ganz, ganz viele Menschen sind von dieser Problematik betroffen. Und einerseits sind Schlafprobleme dadurch definiert, dass man nicht einschlafen kann. Das kann ein Problem sein. Und das andere Problem ist, dass nicht durchschlafen können. Und beide führen dazu, dass du irgendwann müde bist, keine Energie mehr hast in deinem Alltag. Denn unsere ganze Regeneration, die wir so brauchen, unser Energielevel hängt ganz, ganz viel davon ab, wie wir schlafen. Und das vergessen wir oft. Ja? Schlaf ist so eine Sache, die machen wir, weil man es halt machen muss, aber wir erkennen nicht wirklich die Qualität. Und aus der Arbeit mit vielen Menschen weiß ich, wie viel Leidensdruck es erzeugen kann, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Und das Paradoxe, je mehr du dich dann bemühst und versuchst, das Problem in den Griff zu bekommen, umso schlimmer wird es. Und das wisst ihr ganz genau, wahrscheinlich besser als jeder andere. Was ich dir jetzt zeigen möchte, ist eine spezielle Methode, die ich dir am Schluss erkläre, aber jetzt geht es einfach um die Praxis und ich bitte dich, mach jetzt einfach mit, was ich dir zeige. Ich zeige dir ein paar interessante Punkte am Körper. Ich zeige dir eine einfache Möglichkeit, wie du dieses Problem wirklich in den Griff bekommen kannst, auch wenn das schwer zu glauben ist. Aber es funktioniert. Setz dich gemütlich auf einen Sessel. Du kannst dich auch hinlegen. Das kann man auch abends im Bett machen. Aber die einfachste Möglichkeit ist es jetzt sitzend. Wir fangen an mit einem Punkt, der befindet sich an deinem Handgelenk. Wenn du deine linke Hand so hinlegst auf deinen Oberschenkel, Handfläche nach oben, dann kannst du dir hier drei Linien vorstellen. Eine vom Daumen an der Außenseite, eine in der Mitte, definiert durch diese Sehnen, und hier an der Innenseite am kleinen Finger. Und diese interessiert uns. Wenn ich den kleinen Finger hier verlängere über diese Kante, dann rutschst du hier automatisch in eine kleine Mulde. Nicht wahnsinnig prominent, aber doch spürbar. Ja, ist eine Mulde. Hier haben wir nicht wirklich viel Gewebe. Hier leicht ein leichter Druck, theoretisch mit dem Zeigefinger, aber noch bequemer mit dem Daumen. Du legst den Daumen hier rauf und ich spüre sogar einen leichten Puls. Und diesen Punkt halte ich jetzt einfach. Und du kannst jetzt durchaus auch vorstellen, du liegst jetzt abends im Bett und du hältst diesen Punkt im Liegen. Ja, leichten Druck. Und diese Methode besteht immer aus zwei Teilen. Ein Teil ist, diesen Punkt zu finden und drücken. Und der zweite Teil ist das bewusste Atmen. Also keinesfalls konzentriert Luft anhalten, sondern im Gegenteil, bewusster und tiefer ein- und auszuatmen, als du es im Alltag machst. Möglichst durch die Nase ein und durch die Nase aus. Und dabei konzentriere dich bitte auch mehr auf das Ausatmen. Verlängere bewusst ein bisschen das Ausatmen. Wir nehmen uns dieses Wissen mit, dass dein Ausatmen dein Nervensystem beruhigt, das den sogenannten Parasympathikus aktiviert. Ja, also den Teil des Nervensystems, der dich abends beruhigt, der dich einschlafen lässt. Atmest du zum Beispiel auf 4 Sekunden ein und auf 6 Sekunden aus. 3, 4, 5, 6. Du verlängerst also das Ausatmen, dann hast du hier einen stark beruhigenden Effekt aufs Nervensystem. Wir suchen diesen Punkt auch auf der zweiten Seite. Also, Handfläche, Kleinfinger verlängern. Im Prinzip der Schnittpunkt dieser Linie mit den Handgelenksfalten. Ja, hier gibt es drei, wenn wir ganz genau schauen, und in die mittlere, in meinem Falle gehe ich hier und drücke wieder etwas in die Tiefe. Halt auch diesen Punkt. Ein Punkt, der das Nervensystem beruhigt, der das Herz beruhigt. Einfach atmen, gerne die Augen schließen. Und immer wenn an dieser Stelle, sobald es
ruhig wird im Außen, Gedanken auftauchen, beobachte sie einfach. Deine Aufgabe ist es jetzt nur, diesen Punkt zu spüren, durch die Nase einzuatmen und durch die Nase auszuatmen. Mach das noch für 2 Atemzüge. 4 ein, 6 aus. Okay, das war der erste Punkt. Also ein Punkt, den gibt es auf beiden Seiten. Das bezeichne ich immer als ein Punkt. Das nächste Punktepaar, wenn man so will, befindet sich am Hinterkopf. Unglaublich effektiver Punkt bei Schlafproblemen. Du gehst, legst deine Hände auf den Kopf. Ich zeige es dir von hinten. Und diesmal arbeiten wir mit den Daumen. Wir rutschen in diese Mulde. Und von dieser Mulde bewegst du dich jetzt entlang des Hinterhaupts, des Schädelknochens nach innen, bis du beim Nicken des Kopfes die Ansätze spürst vom sogenannten Trapeziusmuskel, ja, der Kapuzenmuskel. Du spürst hier 2 Muskelstränge und außen quasi auf diese Muskelstränge drückst du jetzt leicht drauf. Also mein Mikrofon hier hinten bezeichnet, ist genau in dieser Hinterhauptlinie. Hier gehe ich an dieser, drücke jetzt leicht nach innen oben. Und das ist oft ein schmerzender Punkt. Den hältst du jetzt. Dieser Punkt beruhigt ebenfalls oder aktiviert den Parasympathikus, den mittlerweile fast jeder schon kennt, der oft gebraucht wird, hat vielleicht mit unseren stressigen Zeiten zu tun, dass wir den immer mehr brauchen. Parasympathikus, den beruhigenden Modus, der fehlt den meisten von uns. Und genau das ist wirklich ein Schalter, der seit Jahrtausenden bekannt ist. Wir drücken den Punkt, halten ihn 30 Sekunden Minimum, 45 Sekunden noch besser. Ich persönlich zähle nie die Sekunden, ich zähle immer Atemzüge, 5 bis 7 Atemzüge. Das funktioniert auch übrigens im Liegen wunderbar, wenn du auf deinem Kopfkissen liegst, die Hände da hinten herbringst und deinen Kopf auf den Daumen quasi balancierst. Ja? Okay, löse hier wieder, bevor deine Arme zu schwer werden. Lass sie nach unten sinken. Spür bitte kurz nach. Hier hinten befindet sich auch das Atemzentrum, das Stammhirn, das verlängerte Rückenmark und das Emotionszentrum. Also ein ganz ein wichtiger Bereich. Wenn du hier Spannungen löst, beeinflusst das dein Atemzentrum. Und eine freiere, tiefere Atmung bewirkt einfach viel mehr die Möglichkeit deines Nervensystems mit Stress umzugehen und abends zu sagen, okay, ich fahre wieder runter, ich schlafe und in der Früh bist du wieder voll da. Runterfahren abends, in der Früh bist du wieder voll da. Eine natürliche Fähigkeit, die uns oft verloren geht, da das Nervensystem quasi nur noch mit Vollgas unterwegs ist, das Gaspedal ist gedrückt, auch wenn du abends im Bett liegst. Und dann hast du ein wirkliches Problem, dann entstehen Schlafprobleme. Dann müssen wir das Nervensystem wieder runterfahren, über diese Schaltpunkte und über die Atmung. Der letzte Punkt, den ich dir zeige, befindet sich in der Mitte des Brustbeins, bei Männern auf Höhe der Brustwarzen, Mitte. Ansonsten suchst du dir hier, man findet diese Stelle, eine leichte Vertiefung, ein ganz, ganz subtil sensibler Punkt. Und den kannst du jetzt so halten, im Sitzen, aber wunderbar auch wieder abends im Liegen. Du legst hier die Finger drauf und die zweite Hand auf deinen Bauchnabel. Wir machen es im Sitzen, funktioniert wie gesagt auch liegend und hier konzentriere dich auf diese Empfindung der Finger auf dem Brustbein. Hier kannst du nicht wirklich drücken, hier bist du gleich auf dem Knochen, aber du kannst dir vorstellen, dein ganzer Fokus, deine geistige Ausrichtung geht auf diesen Punkt und ich spüre gleichzeitig die Hand auf dem Bauchnabel, spüre, wie mein Bauch sich bewegt über die Atmung. Und mit diesem Punkt haltend in dieser Position empfiehlt es sich einzuschlafen. Wenn du dann in der Nacht aufwachst, weil das dein Problem ist, dann geh nicht in diesen Gedanken, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder aufgewacht und beim dritten Mal aufwachen fängst du dich
fängst du an, dich zu ärgern. Das ist völlig kontraproduktiv, ich weiß es leicht gesagt, aber versuch es dann einfach mit dieser Methode. Beobachte, was da oben abgeht. Geh nach unten, spür den Punkt. Das zieht deine Aufmerksamkeit aus einem unnötigen, unproduktiven Gedankenkarussell um. Das wird deine Situation nicht verbessern, im Gegenteil schlechter machen. Bringt die Energie nach unten und du hast deine Chance, dass du einschläfst und morgens aufwachst, erholt, ist viel, viel höher. Super. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich jetzt? Spür kurz nach. Vielleicht bist du jetzt schon etwas ruhiger. Probier es auf jeden Fall heute Abend gleich wieder aus und ich darf dir die Punkte noch einmal zeigen. Diesmal zeige ich es dir mit einem speziellen Werkzeug, das wir entwickelt haben. Das simuliert eine andere Methode, nämlich die Akupunktur. Das hast du vielleicht auch schon erlebt, dass man Nadeln in die Punkte sticht. Das empfehle ich dir nicht, dass du das selber machst, aber ich möchte trotzdem dir die Wirkung gönnen, die eine Akupunkturbehandlung hat. Die ist relativ intensiv. Deshalb haben wir diesen Stift entwickelt mit dieser Rundspitze und hier kannst du quasi eine Selbst-Akupunktur machen. Ich sage quasi, denn Akupunktur heißt ja eine Nadel initiieren. Keinesfalls stechen wir mit dieser Spitze durch die Haut. Ja? Deshalb ist es eine Rundspitze. Sondern wir gehen her, finden den Punkt, ihr könnt euch erinnern, kleinen Finger bis zur Handgelenksfalte, hier diese Mulde spüren, dann diesen Stift leicht drauflegen. Ich halte ihn jetzt bewusst so, ich lege ihn nur drauf und das Eigengewicht reicht, dass dieser Punkt ganz, ganz stark stimuliert wird. Ein Punkt des Herzmeridians, spezieller Akupunkturpunkt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Jetzt verrate ich dir auch, was die Punkte für eine Bedeutung haben. Und der wirkt beruhigend auf dein Kreislaufsystem, aber auf deine ganze geistige Aktivität. Auch wunderbar bei Lampenfieber und wie gesagt allen Schlafproblemen. Hier war dieser Punkt, dasselbe auf der anderen Seite, Millimeter genau zu finden mit diesem Akupen-Stift. Zweiter Punkt, der war da hinten. Vorsichtig suche ich mir den Hinterhauptrand hier und gehe am Muskel außenseitig und halte. Ihr könnt es hier, denke ich, ganz gut sehen. Dieser Punkt brennt jetzt ziemlich und ich warte ab, bis dieses Brennen sich auflöst. Und weiß dann einfach, dass diese Energie, die hier blockiert ist, das sogenannte Qi, wie man das in der TCM und in der Akupressur nennt, wieder fließen kann. Das Ganze kann man natürlich dann auf beiden Seiten machen. Und zum Schluss gerne diesen Punkt, wobei ich diesen nie mit der Spitze bearbeite, sondern wie gesagt, gerne, das ist meine persönliche Empfindung, mit den Fingern oder wahlweise auch mit dem runden Ende des Akupens hier halten. Dann spüre ich diesen Punkt ganz genau, kann mich hinkonzentrieren und hier so ein warmes, offenes Gefühl entstehen lassen. Wenn du dich fragst, wie finde ich diese Punkte genau, wenn du den Akupen überhaupt haben möchtest, den haben wir unten verlinkt, wo es zum Shop geht. Und mit dem Kauf dieses Akupens unterstützt du nicht nur uns, sondern du unterstützt auch dich in dem Finden der Punkte, denn wir haben dazu eine umfangreiche Videothek mit über 70 Akupunkturpunkten. Die werden ganz detailliert erklärt. Du weißt nachher wirklich hundertprozentig, wo befinden sich diese Punkte und kannst viele andere Beschwerden behandeln und es gibt ja für alle Beschwerden so gewisse Protokolle, das heißt immer 3, 4, 5 Akupunkturpunkte, die sich besonders effektiv gezeigt haben in den letzten oft über 1000 Jahren und die Punkte, diese zeige ich dir für die 400 verschiedensten Krankheitsbeschwerden, ja, bekommst du wie gesagt beim Kauf dazu und ansonsten hoffe ich jetzt, dass es dir besser geht. Die Wirkung wirst du jetzt vielleicht noch nicht spüren, du spürst vielleicht nur eine subtile Beruhigung, aber probier diese Methode wirklich aus. Mach sie gerne einmal mittags mit einem kleinen Powernap, maximal 15 bis 20 Minuten und dann abends im Bett diese 3 Punkte. 1, 2, 3 und ich freue mich, wenn ich in wenigen Tagen, wenigen Wochen vielleicht von dir höre und du mir berichten kannst, dass du dieses Problem endlich loslassen hast können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es, teile es bitte mit anderen. Ganz, ganz viele Menschen haben das gleiche Problem und abonniere unseren Channel, dann bist du immer auf dem Laufenden, was wir so an neuesten Produktionen gemacht haben. In diesem Sinne darf ich dir einen guten Schlaf wünschen und ich freue mich, wenn wir uns bald
Wiedersehen. Bis dahin, ciao.